Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Outer Worlds. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das Kaninchen und wir sind auf dem Weg zu Reed und wollen mal schauen, was er so zu der Geschichte zwischen ihm und Adeline zu erzählen hat. Hallo, junger Mann. If you could see your way to getting us our power back, I'd appreciate it. Ja, ich hätte vorher noch ein paar Fragen. Go ahead. Und zwar, was genau ist eigentlich mit Adeline und sowas? Adelaide was our only flavor specialist. We are a Saltuna canning institution. Saltuna without flavor is like a cysty pig without tumors, borderline inedible. Ich würde kein Zystenschwein essen, aber gut, das hört sich widerlich an. Begging your pardon, Saltuna is a staple in the diet of any self-respecting spacer. Were it up to me, friend, I'd stack our larders with Saltuna galore. No other brand of Saltuna adds as much vim or vigor to the body's humors. But, and this is something we must keep between the two of us, Saltuna is hard to come by, what with being a species indigenous to the seas of another world. Was genau packt ihr denn damit ab? Oh, we've scavenged together some organic material from the surrounding environs. Mostly organic, mostly local mushrooms. Some of which possess a texture akin to a well-boiled slab of Saltuna. The difference is all but impossible to detect, to any but the prissiest of palate. Yummy! Go ahead. Also das ist schon kein gutes Argument dafür, euch den Strom zu lassen, wenn du einfach die Leute hier so hart belügst. It is my job to keep two eyes on my town. I am the steward of this place, and this is my watch post. Ja, aber deine Stadt bricht auseinander. I wish you wouldn't say things like that. Und doch ist es wahr. I expect you wouldn't understand. You don't see the town as I do. When I stand at my window and look out over my town, here's what I see. I see decent, loyal, hard-working people. I see a family. We are all part of the Spacer's Choice family. We are all doing what we were brought into this world to do. Ansichtssache. I'm trying to remember 25 years, 26. When you get to my age, the years just rush by. You stop counting altogether. I remember looking out this window and seeing the veil spread out from horizon to horizon. We were a sprawling town. We were booming. Times change, people change, but the veil will always be here. Spacer's Choice will always be here. Our work won't ever end. I take comfort in that. Aber woher bist du dir da sicher, wenn das jetzt schon, wenn wir sehen ja, wie weitreichend die Stadt ursprünglich mal war. Wenn wir jetzt gucken, was glaubst du, warum sollte das jetzt nicht mehr weiter schrumpfen? This is a Spacer's Choice town. We're all part of the Spacer's Choice family here. The company keeps us warm, keeps us fed, keeps us working. Loyalty's got nothing to do with it, friend. This is good old-fashioned gratitude. Aber eigentlich haltet ihr euch selbst satt, indem ihr Pilze esst und diese als Saltuna verkauft. Kann ich noch irgendwas reden? Ach ja, warum glaubst du, dass ich die dieser Türe dazu bringen könnte, zurückzukommen? That you are not one of us may work to your advantage. Adelaide and her folk loathe the people of Edgewater, you see. I admit the fault was mine. I'm about as diplomatic as a bristling canid. I just hope Adelaide and her folk will see their way past my flaws and return to town. Nichts davon überzeugt mich. Die Stadt ist ein hässlicher Ort. Scripture tells us we all have our purpose in the world. Our work shows us that purpose. We should not have to move on from it. Yes, we have lost good workers to desertion. We have lost even more to plague. But it is why we must square our shoulders and carry on. Wo du gerade über die Seuche redest, warte mal, wieso kann ich das nicht nutzen? Ah, ich habe nicht genügend Wahrnehmung. Habe ich irgendwas, um meine Wahrnehmung zu erhöhen? Nein, leider nicht. Na gut, ich würde noch was anderes reden. Go ahead. Und zwar die Seuche. Can we not? Talking about unpleasant things always gets my bile up. Oh, das tut mir so leid für dich, aber du verwehrst deinen Arbeitern die Medikamente.
If I had enough medicine to treat everyone who fell sick, I would, but I don't. I can't save everyone. So I have to choose. Okay, aber du hast Adelaide's Sohn sterben lassen. Adelaide's son was barely competent. I treat him with our medical rations, and it looks like I'm playing favorites. Now, I will not pretend to understand the suffering Adelaide must have felt on account of losing her child, but she is not the only one to have felt such suffering. I wish she had stayed with us. Adelaide left us when we needed her most. Ja, das ist ein gutes Argument. That I cannot say. There was no moment when the plagues began. Disease always lurks on the fringes of society, waiting to infect the idle and the lethargic. But in the last 10 years, the plagues have become progressively worse and increasingly frequent. Medizin 16. So oft wie ihr einem Erregerstamm ausgesetzt, wartet ihr dagegen immun werden müssen. Corporate doesn't like us using the word should. It encourages the imagination. Was? I believe plague is a test. It is a test of our loyalty and our fortitude. And it is one we will see through to the end. Was? Go ahead. Bitte, was? Can we not? Ja, warte mal. Okay, da können wir auch nichts mehr machen. Was? Okay, das war jetzt nur bedingt hilfreich. Kannst du noch was zu sagen? Nein, okay, Parvati, wir haben ein Problem. Was tun wir denn jetzt? Wem helfen wir denn jetzt, Parvati? Ich meine, er hat natürlich recht. Wenn es nicht genügend Medikamente gibt, muss man irgendwie in einem gewissen Rahmen selektieren. Das ist schon nachvollziehbar, der Gedanke. Hauptsache, es ist hart, definitiv. Ja, warte mal, da möchte ich hin. Aber die Art und Weise, wie hier mit Leuten umgegangen wird, ist auch einfach schlecht, muss man wirklich sagen. Also, sie sind ja schon reine Zahlen und einfach nur Zahnrädchen, die arbeiten sollen. Wie wir ja bei dem einen Typen gesehen haben, der diese Marketing-Sachen machen sollte und dann einfach befördert wurde in die Tuna-Fabrik. Und offensichtlich wachsen hier ja andere Sachen. Also es ist ja nicht so, als könnte man nur von diesem Tuna, Salt-Tuna leben, sondern es ist ja sogar möglich, auch andere Sachen anzubauen, zu essen und wenn man vernünftig mit. Und das, was ich sehr interessant finde, ist, dass die Krankheit ja scheinbar auf natürlichem Wege auch behandelbar ist. Denn Adeline hat es ja geschafft, einige zu behandeln. Ich gehe jetzt übrigens, während ich überlege, gehe ich mal hier ins Versammlungszentrum und mach mal das da. Gucken, was man da. Die Boys müssen da ja ein paar Sachen suchen. Okay. Ganz blöd. Halt, stopp. Wir fangen mit dir an. Du bist erstmal weg. Scheiße, halt. Lad nach. Dankeschön. Du lebst noch, das ist nicht gut. Damit bist du tot. Oh Gott, lass mich mal. Oh, das ist der Moment, wo wir unsere neue Waffe ausprobieren können. Britzel, 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 Britzel. Hey. Wie findest du ein bisschen Britzel, 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 Britzel? Das ist eine bescheidene Waffe, möchte ich ganz kurz sagen. Also. Adeline kann die Leute ja auch mit natürlichen Sachen behandeln. Und da stellt sich mir die Frage, inwieweit wirklich, wenn das immer wieder auftaucht, da hat unser Medizin 16 Skillcheck auf jeden Fall ein gutes Argument gebracht. Irgendwann müsste eine Form von Immunisierung erfolgen, außer der Stamm ändert sich oder wird regelmäßig geändert. Erste Hilfeschlüsselkarte inkodieren. Ja, bitte. Danke für dein Vertrauen. Das brauchen wir, um die Medikamente hier zu holen. Da müssen wir uns ja entscheiden, was wir mit den Medikamenten machen. Protokolle. Geschichte der Immerworld. Zusammenfassung, Ausstellung, Geschichte von Immerworld. Nach Fertigstellung und Stolz und Geschichte unserer Stadt in Nachfeld festgehalten. Zusammenstellung, Erinnerungsstück aus der Gründerzeit unserer Siedlung für den harten Einsatz der Spacer-Familie in der Eingangshalle der Versammlungszentrum zur Schau stellen. Im Zentrum dieser Ausstellung wird eine ausgestopfte Manti Königin Thronen, die als Zeichen des Sieges für unsere gegen die Natur. Ja. Auf Wiedersehen. Die Tür war fest verschlossen. Dann schleichen wir uns mal hier entlang, gucken da. Ich höre noch Leute knuspern.
gefällt mir nicht. Großes Gebäude gefällt mir nicht. Großes verwinkeltes Gebäude vor allen Dingen gefällt mir nicht. Da hinten ist jemand, offensichtlich. Munition. Okay, wir gehen erstmal eine Seite ab. Okay, warte mal. In den Pöter. In den Fuß. In den Kopf. Und daneben. Und wieder daneben. Und in den Kopf. Meine Waffe ist schon wieder kaputt. Ich muss mir unbedingt dieses... Was bist du denn? Hey, Sprat. Na, du Knuddel. Gunther. Das knuspert hier so rum. Die Gunthers. Ja, das ist halt das Ding. Ich bin mir echt unsicher, wem ich jetzt hier helfen soll. Was bist du denn? Ein antiker Säbel. Ist das eine Waffe oder ist das irgendwas? Das ist offensichtlich kein... Was bist du? Irgendwas für eine Quest? Ein bemerkenswert alter Säbel. Im Kampf ist jetzt nichts mehr zu gebrauchen, aber an der Wand sehe er sicherlich gut aus. Könnte sich in einem der Crewräume der Unreliable machen. Ach so. Na dann... Das da kann ich alles nicht mehr mitnehmen. Warum nicht? Warum nicht? Ich möchte es mitnehmen. Alles nachgeladen. Alles nachgeladen. Alles nachgeladen. Du bist nicht nachgeladen. Aber laden wir dich auch mal noch nach. Und wir müssen uns für eine Seite entscheiden. Oh Gott, da hat jemand noch sein Bein verloren. Oh, da hat jemand ein bisschen mehr verloren als ein Bein. Ein Wächtersäbel. Und ich bin überladen. War ja klar. Warte, wenn wir überladen sind, dann machen wir mal ganz kurz ein bisschen die Waffe. Ach, du bist was wert. Du bist auch was wert. Du... Warte mal, du bist... Trotz, dass du besonders bist, bist du einfach nichts wert. Weg. Auch das auf jeden Fall weg. Bei den Rüstungen, wie sieht's da aus? Ja, die kann auch weg. So, dann können wir uns wieder ein bisschen bewegen. Ach, es war gar keine Wand. Hallo. Hallo? Ein Verkaufsautomat. Sehr schön. Ah, da geht's noch weiter. Das gefällt mir eher nicht so sehr. Apropos, ich muss mal was essen und was trinken. Wir trinken mal ein bisschen was. Was trinken wir denn? Du bist Nikotin. Koffeinhaltiges Getränk. Ja, ich wollte eigentlich trinken. Und. Kohlenhydrate. Null Geschmack. Ja, voll. Lecker. Sachen ohne Geschmack sind das Beste. Stört das nicht so sehr im Mund, wenn man die ganzen Nährstoffe aufnimmt. Oh, eine Halskette. Oh, Brot. Da ist auf jeden Fall richtig Essen drin. Ach, hier geht's wieder raus. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Damit haben wir auch schon mal eine Seite abgeschlossen. Das ist immer gut. Gehen wir gleich hin an den Verkaufsautomat. Mal ein bisschen was verticken. Zum Beispiel dich, dich und dich. Die ganzen Waffen brauche ich nicht. Und hier, das ist zu trinken, das ist Nikotin. Du bist okay. Ist ja eigentlich davon echt was? Ich meine, wir haben hier 23 diesen Fortuna 7 hiervon. Wir können eigentlich echt mal was von dem Essen verkaufen. Aber da störe ich mich so ein bisschen, weil ich nicht weiß, ob ich wirklich... endlos Essen finde. Und ich muss ja essen. Das ist so, da würde ich jetzt gerne einfach lagern können. Ich hätte gerne die Chance, Sachen lagern zu können. Schussgeräusche werden verringert. Okay. Das wiegt alles nichts, oder? Nee, das wiegt alles nichts. Aber das wiegt ja alles richtig viel. Gut. Ach, naja. Oh, über uns ist jemand. Good to know. Komme ich hier durch? Nein. Muss ich auf anderem Wege hinein? Here they come. Was? Wo? Wo denn? Oh, da hinten. Warte mal, wo kommt der her?
Der geht hinten lang. Parvati, zurück! Weg, mein Freund, weg! Okay. Der hatte was für eine Erste-Hilfe-Zugangskarte. Ach, wenn ich die wenn ich gar nicht so gut im Hacken gewesen wäre, hätte ich mir damit sozusagen eine besorgen können. Ah, das ist natürlich ein sehr netter Weg. Kann ich hier noch durch? Ah ja, könnte ich. Mach ich mal. Sesam, öffne dich. Jetzt müssen wir uns auch noch überlegen, wem wir das geben. Oh, Bitmodul, Taschenuhr, Ring, Dervish Mask. Wem geben wir das denn? Geben wir das dem einen Typen oder geben wir das der Frau, um mehreren Leuten zu helfen? Ich bin versucht, das der Frau zu geben, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach weil sie mehreren Leuten das vielleicht hoffentlich geben könnte. Bones and gears don't mix. Worker injuries affect our bottom line. Use caution when operating heavy machinery. Ah, das ist richtig. Schutzhelm mit Explosionsschutz. Hacken plus 5. Logisch. Finde ich völlig logisch, diese Oh, was steht denn da? Ganz viel Stuff. Oh, was ist los? Das nehmen wir mit. Das kann ich nicht unsicher, was es tun soll. Ich möchte das Richtige tun. Aber das Richtige ist nicht. So leicht. Demnächst, Manti-Königin. Ergötzt euch an der großkragigen Manti-Königin. Manti-Königin. Die Herrscherin ihres Nestes. Importiert von Terra 1, um euch zu erregen und eure Vorstellungskraft anzuheizen. Ich möchte es sehen. Kann ich da durch? Ich möchte da durch. Na gut. Was haben wir denn hier? Möter. Halb Mensch, halb Köter. Gibt es in ganz Emerald Vale in zwei unterschiedlichen Varianten, domestiziert und wild. Wilde Möter jagen in Rudel. Domestizierte Möter können zwar loyale Begleiter sein, aber der Möter als solcher ist immer noch ein wildes Tier und sollte stets mit Vorsicht behandelt werden. Das finde ich schön. Das ist schön gemacht. Ach, guck mal, die Trollerlols. Diese Darstellung bildet zwei mächtige Trollerlols ab und erfordert intensive Feldforschung. Wir bitten um einen Augenblick der Stille für die Forscher, die im Namen der Authentizität ihr Leben gaben. Wir haben ja auch noch zwei Höhlen von euch gefunden, die wir noch plündern bzw. finden müssen. Fische! Saltuna! Wenn Ozean und Flüsse das Herz und die Adern von Emerald Vale sind, dann sind Saltuna unser höchst profitables Blut. Diese fleischigen Fische leben im Ozean und wandern in der Paarungszeit die Flüsse empor. Saltuna sind Semmelpaar, sie sterben also nach einer einzigen Fortpflanzung. Nennt man das so? Das wusste ich nicht. Das ist der Zeitpunkt, an dem unsere verlässlichen Spacer-Choice-Sammler ihre Kadaver aufsammeln, damit sie geputzt, verarbeitet, eingedost und direkt an unsere Esstische geliefert werden. Oh. Was ist denn hier passiert? Was genau ist hier auf dieser Toilette? Ich will gar nicht wissen, was hier auf dieser Toilette passiert ist. Das sind Dinge, von denen ich gar nichts wissen will. Oh, Standard-Soldatenkleidung. Eine Wurfballkarte, sehr gut. Noch eine Erste Hilfe zum Beispiel. Alter, wie viele haben wir denn da? Wie viele haben wir denn? Ah, das vermutlich, wenn ich den Schleichweg gehen würde, hätte ich jetzt darüber einen. Meine Güte, wirklich übertrieben. Oh, eine abgesägte Schrotflinte. Oh, ein Fernseher. Nachrichten von Rosenberg. Schlüsselkarten, liebe Mitarbeiter, die Schlüsselkarten-Encoder in der Lobby ist wieder funktionsfähig und man sollte ja nicht durchbrennen, wildfremde Leuten Schlüsselkarten aushändigen. Sollte der Encoder ein weiteres Mal ausfallen haben, können sie für das Schlüsselkarte direkt, okay? Ja, ich muss Beschwerde aufgeben, deine Besessenheit von Diamantikönigin verschwendet voll von Ressourcen. Und, lieber Auftraggeber, dieser Brief bezieht sich auf deine Anfrage über eine, in Klammern 1, ausgewachsene Mantikönigin. Wie du wahrscheinlich weißt, haben unsere Kundschafter eine wunderschöne neue Art in der Wildnis entdeckt. Wir haben auf deine Zustimmung hin ein Team hochspezialisierter Jäger ausgesandt, um sie für dich zu töten. Wir müssen dich bedauerlicherweise darüber informieren, dass das gesamte Team ums Leben gekommen ist. In Kürze übersenden wir dir, wie vertraglich vereinbart, unsere Rechnung für die Grabgebühren der verstorbenen Jäger. Darüber hinaus verlangen wir einen Ausgleich der entstandenen Kosten für beschädigte, zerstörte, verdaute, korrodierte und oder verspeiste Ausrüstung. Vielen Dank für deine Unterstützung. Lass mich diese Gelegenheit nutzen, um dir 10% Rabatt auf eine weitere Jagdmission anzubieten. Ich freue mich, von dir zu hören. Cool.
komme ich denn aber da hoch? Es gibt doch einen Weg nach dort oben. Habe ich den... Ach ja, hier. Hallihallo. Ein Ring. Und das Maschinenhandbuch Nummer Uno. Pepples. Damit hätten wir auch dieses... Ach, hier wäre es auch hochgegangen. Okay. Leichte Munition. Ansonsten haben wir hier noch. Noch mehr Geld. Noch eine Wurfballkarte. Sehr schön. Ja, nun, also, das heißt, hier gibt es... Auf dieser Welt gibt es eine Mantikönigin, die ich auch noch töten könnte. Und es natürlich auch tun werde, so mutig und mächtig wie ich bin. Bam, tot. Okay. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Terror on Monarch with Ruth Bellamy. Okay. Was machen wir denn jetzt? Also, zum einen muss ich diesen Band wieder abgeben. Dann das Arzneimittel, das müssen wir auch noch abgeben. Und den müssen wir auch noch machen. Ach ja, das Trollnest. Plündererlager. Einsames Grab. Neu entschlossen. Ich mach erstmal die Medikamente. Wir machen erstmal die Medikamentsache. Das ist näher. Und ich entscheide mich. Auch wenn der... Jetzt geht's nämlich los. Das ist genau die Problematik. Das ist eigentlich wirklich ganz gut gemacht, weil wir sind jetzt genau in der Problematik, die eigentlich Reed auch war, aka ist. Wir haben Medikamente und wir müssen uns jetzt entscheiden, wem wir das geben. Wir haben nicht genug für alle. Geben wir das jetzt dem einen, der uns gebeten hat, oder geben wir das, der uns davon erzählt hat, oder geben wir das der, die der Meinung ist, dass er lügt und nur ein Hypochonder ist. Wem gebe ich denn das? Wem gebe ich denn das? Wem gebe ich denn das? Ich gebe immer nach hier und repariere erstmal meine Waffe. Das haben wir zuerst. Abgesägte Schrotflinte. Mit leichter Munition. Das ist eigentlich eine bessere Fernkampfwaffe als diese Schockkanone. Warte. Definitiv eine bessere Waffe als die Würde ich sagen. Glaube ich zumindest. Eine Stoßpistole! 122. Meine macht ein bisschen mehr Schaden. Die ist aber auch Stufe 9. Die ist nur Stufe 6. Joch. Schaden 22 mal 3? 40. Na gut, egal. Zerlegen. Du kommst weg. Du kommst weg. Du wirst verkauft. Du wirst auch verkauft. Reparieren. Reparieren. Warum kann ich dich eigentlich nicht zerlegen? Ach, weil ich dich verkaufen wollte. Und jetzt müsste ich noch die Shotgun modifizieren. Nein, das möchte ich nicht. Ich wollte modifizieren. Diese Shotgun wollte ich modifizieren mit... Zum Beispiel wird der Schock geändert. Nee, wir lassen das mal, damit wir schön verteilt die Schadenstypen haben. Ich geb's ihr. I've got some time. Was tust du hier? Oh, I'm an actuary. That means I keep tabs on a worker's living expenses. How much it costs to feed, clothe, shelter, bury and replace your average human worker. Technically, I'm employed by the Spacer's Choice Department of Human Resources. Oh. Das macht's jetzt nicht besser. Nein, das wollte ich nicht. Dann lasse ich dich mal zufrieden. Ach Gott, ich drücke mal die falsche Taste. Was steht da jetzt nochmal? Also, Evidence, die denkt, er würde sterben. Er benötigt eine besondere Packung aus dem Versammlungszentrum. Ist er dich außerhalb von der Kontrolle vorgeschlagen, dass du erst einmal ihr
Kann ich noch mal Informationen, kann ich da noch mal mehr drüber lesen? Offensichtlich nicht, ne? Miep! Ich bin unentschlossen. Pavati, hilf mir mal. Hilf mir doch mal bei Entscheidungen. Sie arbeitet für Spacer's Choice. Manu. Und ja, hast du irgendwas zu sagen noch? Du siehst echt nicht gut aus. Mingle, go try the cantina. Ich mag mich nicht entscheiden. Ich mag mich nicht ohne Informationen entscheiden. Brauche mehr Informationen. Ich gibt's. Ja. Weil mehr Leuten damit geholfen werden könnten. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts Falsches. I've got some time. Thanks. I'll see to it that this medicine gets to the people who need it. Here, something for your trouble. Nothing personal, but I hope we never do business together again. Don't want to make a habit of consorting with smuggler types. Nie wieder, ganz schön hart. Lass mir doch wenigstens eine kleine Erinnerung an dich. You do have some cheek on you. Lucky for you, I kept a little contingency fee in case you tried to negotiate with me. Ich bin neugierig. Wer wird diese Medizin jetzt bekommen? Somebody deserving. Silas, on account of him being out in the cold. Amelia, seeing how she's around people all the time. Anybody in the sick room? Das klingt aber ganz gut. Also das klingt wirklich ganz gut. Also gerade, dass jemand, der krank ist, das ist ganz gut. Weil wir haben ja hier vorne dieses Kranken, dieser Krankenstation hier. Wo wir nicht reingehen sollten. Na gut. Ich habe das Gefühl, das war keine gute Sache. Aber ich glaube, jede Entscheidung, die man hier trifft, ist moralisch fraglich. Dann würde ich sagen, wir beenden die Folge für heute hier und wir müssen uns dann beim nächsten Mal mit den wirklich großen Fragen beschäftigen. Wem drehen wir den Strom ab? Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.